Personalentscheidungen von Herrn Spuderfeld. Warum hat man festgehalten? Ja, ich kann verstehen, die Leute sind verunsichert und aufgewühlt und es waren viele, viele Vorwürfe im Raum und drinnen wie draußen. Von daher alles legitim und wir nehmen das sehr ernst. Wir nehmen das sehr ernst, dass die Leute, die hier auch zum Teil auch ja, künstlerisch Höchstleistungen bringen, unter materiell sozusagen dann doch irgendwie nicht rosigen Bedingungen und unklaren Zukunftsaussichten und unter Corona-Bedingungen, dass da viel Aufgewühltheit da ist. Wir haben uns gemeinsam im Verwaltungsrat entschieden, dass wir das Vertrauen, das hier angekratzt ist und ein Stück weit zerstört ist, wieder aufbauen wollen in der bisherigen personellen Konstellation, weil wir es den Menschen zutrauen, auch dem Generalintendanten zutrauen, dass er zu dieser Veränderung bereit und in der Lage ist. Und ich traue es auch den vielen Ensemblemitgliedern und Mitarbeitern zu, dass sie mithelfen, an konstruktiven Lösungen zu arbeiten. Ich weiß auch aus den vielen Gesprächen, die wir geführt haben, dass die Spartenleitungen mit diesen Weg selber mitgehen, wenn sie in Zukunft auch erklärtermaßen eine andere Beinfreiheit für ihr künstlerisches Arbeiten kriegen. Da werden wir sie begleiten, da werden wir mitwirken, dann wird das auch klappen. Ich glaube wirklich, wir hatten andere Baustellen, wir hatten auch früher hier große Baustellen, nicht nur den Bau selber. Wir hatten ja einen großen Umbau im alten Modell mit dem alten Verwaltungsdirektor im Übergang zu dem neuen Landesbetrieb, jetzt mit einem kaufmännischen Direktor, das ist ein anderes Modell. Wir hatten ja auch lange Zeit hier eine Situation, dass der alte Verwaltungsdirektor geklagt hat gegen das Modell, wie wir es heute haben. Also wir hatten auch eine lange Zeit also schwieriger Konflikte, auch der Lähmung, so lange bis es geklärt war. Das haben wir jetzt alles hinter uns. Wir haben die Kompetenzen in dieser neuen, sozusagen ungleichen Doppelspitze geklärt. Also wir sind ein gutes Stück vorangekommen und wir vertrauen Herrn Graf Hauber auch in Zusammenarbeit mit Herrn Spuler, dass sie dieses Modell, das wir erst seit kurzem ja so präzisiert haben, dass sie dieses zum Leben erwecken und in einer guten Weise umsetzen. Und dann eben auch im Team mit den Spartenleitungen ihnen die entsprechenden Möglichkeiten lassen, ihre Kreativität und ihre künstlerische Freiheit auch umzusetzen. Das sind gewaltige Zahlen, aber wir haben uns sehr genau angeschaut, wir haben sehr genau rechnen lassen und geprüft. Wir sind natürlich, also es sind verschiedene Faktoren, die zusammenkommen. Das eine ist, dass wir in einer Zeit des Baubooms agieren. In dieser Zeit des Baubooms gibt es und gab es sowohl personelle Probleme, zum Beispiel auch der beauftragten Firmen, die dann mit zu wenig Power, zum Teil auch nicht mit dem Personal der Qualität, wie wir sie haben wollten, gearbeitet haben. Wir mussten ja ein großes Planungsbüro wechseln. Wir haben darüber Zeit verloren und wir haben dann nach dem Wechsel auch festgestellt, dass die Arbeiten in der Tat nicht mit der nötigen Intensität und Qualität abgeliefert wurden, sodass wir in der Überprüfung der sogenannten Leistungsphase 2 festgestellt haben, da waren erhebliche Fehler. Wir haben darüber Zeit verloren und Zeit verlieren im Baubereich sind immer Kostensteigerungen immenser Art, weil eben die Baukosten gerade so nach oben gehen. Wir haben aber eben auch Qualitätsfehler gehabt dadurch und haben jetzt mit einer präziseren Planung auch realistischere Zahlen. Das sind die zwei größten Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Dazu kommt schon auch, dass in früheren Jahren man dazu geneigt hat, beim Thema unbekannte Risiken, die und beim Thema Baukostensteigerung immer so ein bisschen optimistische Faktoren anzulegen. Und die waren eindeutig zu optimistisch in der Vergangenheit. Und wir haben mit den Zahlen heute da schlicht und einfach der realen Kostenentwicklung entsprechende realistischere Quoten angesetzt. Und dann kommt man in Verbindung damit, dass wir ja eine lange Bauzeit haben, auf, ja, und die verteuert das nochmal, in 10 oder 12 Jahren werden dann kalkuliert heute die Baukosten so hoch sein. Und ich glaube, wir brauchen schlicht und einfach den Mut, diese Zahlen und die immer noch vorhandenen Risiken ehrlich zu benennen. Das haben wir heute gemacht.